Papst Franziskus hat in seiner Osterbotschaft dazu aufgerufen, in der Corona-Krise international stärker zusammenzuhalten und Solidarität zu zeigen. Bei der Messe im Petersdom in Rom forderte er Waffenruhe in Kriegsgebieten und einen Schuldenerlass für die ärmsten Länder. Diese Zeit erlaube keinen Egoismus. Die Zeremonie fand wegen der Viruspandemie ohne die sonst üblichen Zehntausenden Gläubigen statt. Sie wurde live in Internet und Fernsehen übertragen. Wieder ohne Gläubige, wieder mit großem Abstand feiert Papst Franziskus im kleinen Kreis die Ostermesse im Petersdom. Auch heute bleibt bei den Feierlichkeiten die Corona-Pandemie das zentrale Thema. Der Pontifex spendet zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit den Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Patris et Filii. Und betet für die Kranken, Schwachen, Pflegende und Ärzte, all jene, die Tag für Tag gegen die Pandemie kämpfen. Und er appelliert an die Regierungen, ihren Landsleuten in Not zu helfen. Viele Menschen hätten Existenzängste. Die Europäische Union steht heute vor einer epochalen Herausforderung, von der nicht nur ihre Zukunft, sondern die der ganzen Welt abhängt. Lasst uns nicht die Gelegenheit versäumen, einen weiteren Beweis der Solidarität zu erbringen, auch wenn wir dazu neue Wege einschlagen müssen. Als Alternative bleibt sonst nur ein Egoismus der Einzelinteressen. Papst Franziskus betet auch für Krisenregionen, Syrien, Jemen, den Irak oder viele afrikanische Staaten wie Mosambik. Er mahnt, internationale Sanktionen zu lockern und Schulden teilweise oder ganz zu erlassen. Und erinnert an all die Menschen, die weltweit wegen Krieg, Terror oder Hunger auf der Flucht sind. Er hofft, dass vielerorts Konflikte gelöst werden können. Die ewige Stadt heute. So hat Rom am Ostersonntag noch nie ausgesehen, eine Geisterstadt. Es herrscht Ausgangssperre und in der Touristenstadt gibt es keine Touristen. Dabei zog es sonst alljährlich Hunderttausende zu den hohen kirchlichen Feiertagen hierher, nicht so in diesem Jahr. Für viele Bürger Roms ist das eine wirtschaftliche Katastrophe. Sie leben vom Tourismus. Unmittelbar betroffen davon die Hotellerie der Stadt. Das Hotel Bramante liegt nur einen Steinwurf weit vom Vatikan entfernt. Normalerweise ist das Haus rund um Ostern ausgebucht. Jetzt steht das Bramante leer. Unseren größten Umsatz machen wir normalerweise genau jetzt, im April, Mai und im Oktober. Doch ich fürchte, wir werden auch im Herbst noch keine Gäste haben. Seit 4 Generationen betreibt Familie Mariani ihr Hotel. Das Ausbleiben der Touristen bedroht die Zukunft ihres Betriebes. Wir haben das Haus gemietet. Die Märzmiete konnten wir noch bezahlen, die Aprilmiete aber konnten wir nicht mehr überweisen. Mauro Pizzuti betreibt ein Restaurant an der Piazza Navona, normalerweise ein Touristenmagnet. Heute, am Ostersonntag, menschenleer. In 30 Jahren habe ich hier so etwas noch nicht gesehen. Es ist hart, wirklich hart. Rom zu Ostern. Die sonst besonders zu diesem Fest so pulsierende Stadt, sie ist still geworden, beinahe erschreckend still. Auch im Heiligen Land finden die Osterfeierlichkeiten unter erheblichen Einschränkungen statt. In Jerusalem durften Gläubige zum ersten Mal seit über 100 Jahren an einem Ostersonntag die Grabeskirche nicht betreten. Mehrheitlich von ultraorthodoxen Juden bewohnte Viertel der Jerusalemer Altstadt stehen seit heute Mittag unter Quarantäne und dürfen weder betreten noch verlassen werden. In ganz Israel gilt jetzt in der Öffentlichkeit die Pflicht, Schutzmasken zu tragen. Wieder hat Israel die Sicherheitsmaßnahmen im Kampf gegen Corona verschärft. Die meisten scheinen sich an die Maskenpflicht zu halten, die seit heute gilt. Doch die Meinungen über die Sinnhaftigkeit gehen auseinander. Ich glaube, dass die Masken das Ansteckungsrisiko zumindest vermindern. Zuerst hieß es, Masken bringen nichts, nun sollen sie doch helfen. Ich höre nur noch auf mein Bauchgefühl. Die Polizei kontrolliert die Einhaltung dieser Vorschrift, lässt am ersten Tag aber noch etwas Nachsicht walten. Ich habe sie an ihre Pflicht erinnert, eine Schutzmaske zu tragen. Streng kontrolliert werden Ortschaften, in denen es zu besonders vielen Corona-Infektionen kam. Die Stadt Bnei Brak, in der mehrheitlich streng religiöse Juden leben, wurde abgeriegelt.
und heute auch noch mehrere Stadtteile in Jerusalem. Ein- und Ausfahrten sind nur in Ausnahmen erlaubt. Ab sofort müssen sich Rückkehrer nach Israel für 2 Wochen in sogenannte Quarantänehotels begeben, die auch vom Militär verwaltet werden. Von Anfang an hat Israel auf rigorose Maßnahmen gesetzt. Nur 100 Meter dürfen sich Menschen vom eigenen Wohnort entfernen. Einkaufen ist auch erlaubt oder zur Arbeit gehen, wenn es sich um einen systemrelevanten Job handelt. Unterdessen haben sich Hoffnungen, dass sich wegen der Corona-Krise Premier Netanyahu und Herausforderer ganz schnell auf eine Notfallregierung einigen, zerschlagen. In Deutschland haben in vielen Kirchen digitale Ostergottesdienste stattgefunden, die im Internet übertragen wurden. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford Strom, rief in seiner Predigt zu Zuversicht und Solidarität angesichts der Corona-Krise auf. Das Osterfest sei Ausdruck einer weltumspannenden Gemeinschaft des Vertrauens, die Menschen auch in Zeiten von Angst und Zweifel trage. An dem Online-Gottesdienst nahmen bis zu 1.000 Gläubige teil.